Oh, müsst mich mal wieder rasieren, ey. Sehe ja bald aus wie Reinhold Messner. Oh, ihr guckt ja schon zu. Ja, wir machen jetzt ein Review. Nochmal unrasiert. YouTube, herzlich willkommen zurück. Der Diverses Kanal meldet sich wieder aus dem Wochenende zurück. Ich hoffe, euer Wochenende war auch gut. Und zwar kümmern wir uns heute einmal um einen weiteren Vertreter vom Pöschel und um Gottes Willen. Ich musste ihn ja nun doch kaufen. Ich habe ihn diesmal nicht bestellt, sondern beim Tabakhöger am Wochenende gekauft. Deswegen habe ich gedacht, Mensch, den machst du Montag gleich mal. Zeig's den Leuten. Und zwar geht es heute um den FC Bayern München Snuff. Es gibt ihn tatsächlich hier bei uns beim Tabakladen. Bevor ich euch die Dose zeige, muss ich dort aber nochmal eine kleine Veränderung vornehmen. Weil sonst schaffe ich es einfach nicht, diesen Snuff zu präsentieren. Nochmal ganz kurz, während ich das hier bastel. Also ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass wir ja diverse Sachen vorhaben diese Woche. Und zwar unter anderem bei ohne Snooze zu bestellen und nochmal eine Snuff-Bestellung aufzugeben. Das Ganze habe ich jetzt schon getan. Das musste jetzt ein bisschen schnell gehen, beziehungsweise ohne Snooze die Geschichte. Ich habe mir das angeguckt und wollte eigentlich auch bestellen, allerdings habe ich dann gesehen, dass die Versandkosten 26 Euro betragen. Und da habe ich erstmal gedacht, oh nee, das machst du erstmal nächsten Monat. Jetzt habe ich nicht bei Snuffs, bei Oden Snooze bestellt, sondern ich habe jetzt bei Northerner bestellt. Ja, ich weiß, die liefern immer nicht. Da war aber gerade dieses Wochenende war eine große Rabattaktion, wo es den Cruiser Chew für 99 Cent gab. Da habe ich also gleich 20 Dosen bestellt und bezahle jetzt insgesamt 28 Euro nur dafür. Und deswegen habe ich das jetzt erstmal vorgezogen. Den Cruiser Chew, sobald er da ist, ich hoffe ja, das geht durch. Er sollte aber eigentlich hier erlaubt sein in Deutschland, weil es ja kein Snooze ist. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass der dann ohne Probleme auch hierher kommt. Unter anderem habe ich dann auch noch bei Snuff & More bestellt. Da hatte ich leider Freitag keine Zeit, das mal so ein bisschen mit der Kamera zu begleiten. Das holen wir aber beim nächsten Monat oder so nochmal nach. Auf jeden Fall kommt da auch nochmal eine schöne Lieferung mit noch weiteren tollen, hoffentlich tollen, ich kenne sie ja noch nicht, hoffentlich tollen Schnupftabaken, die ich euch dann ganz gerne nochmal zeigen möchte. Okay, gut, so. Jetzt haben wir das fertig, jetzt kommen wir aber zu unserem Fußballverein Snuff, weil ich finde Bayern scheiße. Also den Verein, ne? Nichts gegen München oder so, aber nee, kommen gegen den Verein nicht an, ich mag ihn nicht. Deswegen habe ich gedacht, man muss ihn aber trotzdem mal reviewen, weil es kommt ja, wie gesagt, nicht auf die Dose drauf an, sondern es kommt ja eigentlich auf den Inhalt drauf an. Und ich habe das jetzt für mich so gemacht, vielleicht auch noch eine kleine Idee für euch. Ich habe diese ganze Dose mal etwas verändert, damit man vielleicht dann doch ein bisschen auf den Geschmack kommt. Und zwar habe ich mal meinen Lieblingsverein einfach mal ausgedruckt und habe hier draus den VfB Lübeck Snuff gezaubert. Ist zwar noch nicht ganz professionell, aber es ist zumindest mal eine Idee, dass man das erträglicher macht, diese Schachtel auch, sag ich mal, aus der Tasche zu holen. Ne? Weil gerade hier, man kann sich hier nicht wirklich mit einer FC Bayern Dose zeigen lassen. Also so sieht der aus, der selbstgemachte. Ne? Hier ist das VfB Lübeck Logo drauf und hier steht dann nochmal Lübeck Snuff. Ne? So, und dann gucken wir uns hinten das mal an. Da ist eigentlich alles gleich. Rauchfreier Tabakgenuss, Pöschel-Tabak. Ne, und 10 Gramm Dose ist das. So, und dann gucken wir uns jetzt einmal die Konsistenz an. Mal gucken, ob wir dort eine Überraschung finden. Bei dem VfB Lübeck Snuff. Und wir gucken uns den einfach mal an. Machen wir hier eine Prise rauf.
So, also Konsistenz, ich vermute, so wie es aussieht, es sieht wieder pöscheltypisch aus. Jawohl. Körnung und Grammatur relativ gleich. Wir machen nochmal unsere allzeit berühmte Gletscherprise einmal daneben, um mal zu gucken, ob es da vielleicht nicht doch mal eine Veränderung geben könnte, wenn wir dich doch heute mal eine Überraschung erleben. Nee, erleben wir nicht. Aber gut, das macht ja nichts, kommt ja auch auf den Geschmack drauf an. Also, Grammatur brauchen wir ja nicht mehr viel drüber zu sagen. Natürlich dann auch wieder Anfänger geeignet zum Aufschnupfen. Und dann würde ich sagen, machen wir mal den Geruchstest und gucken mal, wie das Ganze dann in der Nase sich anfühlt. So, dann wollen wir einmal mal dran riechen. Wie gesagt, das ist diese typische 10 Gramm Dose, die ist ein bisschen anders, so wie wenn man das vom Kloster Andechs oder vom Gerbert Apricot kennt. Und dann wollen wir mal dran riechen. Ja, also es kommt ein bisschen fruchtiges Aroma raus. Ich würde mal sagen, eine gute Mischung aus Aprikose und Menthol. Riecht im ersten Verdacht sehr ähnlich diesem Kollegen hier. Machen aber nochmal den Gegentest. Schwer zu sagen. Wir machen einfach mal den Nasentest, um mal zu gucken, ob das doch gleich ist. Wobei ich jetzt auf ersten Geruch, sage ich mal, ein bisschen mehr Menthol bei dem VfB Lübeck Snuff rieche. Ja, also da ist ein bisschen mehr Menthol drin. Aber wir machen mal den Test und dann wollen wir mal uns mal eine Prise hier einverleiben. Prost! Ja, also sehr gut aufzuschnupfen. Brennt nicht, zieht nicht, kratzt nicht. Ne, bleibt gut in der Nase drin. Ja, als erstes kommt das Menthol ein bisschen durch. Und dann nachher geht das so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Also es geht so ein bisschen in die Aprikose rüber. Also es ist auf jeden Fall so, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, es ist auf jeden Fall sehr verwandt hier mit dem Gavit. Aprico, die könnten Bruder und Schwester sein, also die sind da relativ gleich. Ich mache aber noch mal hinterher noch mal den Gavit Aprico, um da noch mal gucken, ob wir da nicht irgendwie doch einen Unterschied schmecken, weil viele schreiben, okay, das ist relativ gleich. Ich finde ihn aber ein bisschen mentholhaltiger. Also ich weiß jetzt nicht, wenn man jetzt eine Blindverkostung machen würde, ob das dann wirklich, also es ist schwierig. Also in dem Gavit ist auch Menthol drin, nur ich würde sagen, hier ist ein ganz kleinen Ticken mehr Menthol drin als bei dem Gavit Apricot. Die sind aber auch von der Konsistenz her und vom Nachgeschmack her doch relativ gleich. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es der gleiche ist, aber man merkt auf jeden Fall eine große Verwandtschaft. Also, ich würde mal sagen, nicht eineiige Zwillinge, aber schon Bruder und Schwester. Ja, also die sind auf jeden Fall miteinander verwandt und ist aber nicht verkehrt. Also wie gesagt, ich finde den VfB Lübeck Snuff etwas, ja, etwas fruchtiger. Also etwas, nee, nicht fruchtiger, Entschuldigung, etwas mehr Menthol drin als jetzt der Gavit. Dafür hat der Gavit, da kommt ein bisschen mehr das Aprikosenaroma durch. Ist aber schwierig, dass da jetzt einen großen Unterschied zu finden. Aber einfach mal gucken. Gut, dann gucken wir mal, wo der preislich liegt. Ich habe ihn jetzt beim Tabakhöker gekauft, bei mir hier. Da hat er 2,40 € gekostet. Ich habe gedacht, na, den musst du ja mal mitnehmen, den hattest du ja noch gar nicht. Auch wenn da dieses schöne Logo drauf ist, doch dann ist mir gleich die Idee gekommen, ich pimpe den einfach mal ein bisschen auf. Gut, dann gucken wir mal, wie das preislich hier sich einsortiert. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass ich das jetzt ja öfter mal in den Videos mal zeigen will. Verschiedene Preise von verschiedenen Online-Händlern. Also ich kann jetzt sagen, einmal Tabakladen 2,40 €. Dann bei Snuff & More kostet der 2,29 € und bei Snuff Store kostet der 2,30 €. Ne? Also beides 10 Gramm, 23 Cent pro Gramm. Hier haben wir auch 23 Cent pro Gramm. Er ist aber 1 Cent günstiger beim Snuff Store. Spart man, wenn man sich den 10er holt, 10 Cent beim Snuff and More. Ne? Aber sie sehen, ordnen sich preislich halt alle gleich ein. Gut, ja. Fazit.
FC Bayern ist nun kein super toller Verein. Es gibt natürlich viele Bayern-Fans, für die ist das toll. Gebt dem bitte eine Chance. Er ist nicht schlecht. Es wäre nur schöner gewesen von Püschel. Vielleicht mal eine Idee für Püschel. Macht das doch mal so, dass ihr die Bundesliga, also ihr nehmt den Snuff, den könnt ihr ja nehmen, aber dass ihr vielleicht ortsgebundene Verpackungen herstellt, zum Beispiel gibt es dann Borussia Dortmund Snuff, Schalke 04 Snuff. Warum nicht? Man kann es ja wenigstens mal probieren. Hamburger SV Snuff, gut, der ist in zweite Liga wahrscheinlich, aber ist ja auch egal. Nur mal so eine Idee vielleicht, dass man dann vielleicht das so ähnlich denn macht und dass man dann für jeden Verein halt so eine Schachtel rausbringt. Ob sich das jetzt gewerblich lohnt, ist die zweite Frage, das weiß ich nicht. Aber das wäre mal eine Idee, damit nämlich auch mal Nicht-FC Bayern-Fans den einfach mal probieren. Ich weiß jetzt nicht, ob die Bayern-Mannschaft den vorm Spiel nimmt, so wie Arjen Robben oder so. Aber, oh Arjen, hier, willst du mal einen Schnupftabak? Hey, der Snuff ist ja sehr gut, ne? Ich weiß, ich kann Holländisch kein nicht nachmachen, aber irgendwie so ähnlich hört sich das denn an. Ob er damit jetzt mehr Tore schießt, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe das mal ein bisschen umgeändert, dass es für mich erträglicher ist, diese Tabaksdose anzugucken. Es gibt auch noch die Möglichkeit, ihn umzufüllen in diese Plastikdosen als Beispiel. Es ist aber ein guter Snuff, also er ist nicht schlecht. Mir persönlich gefällt er. Ich möchte jetzt für die Verpackung keine Kaufempfehlung geben, allerdings möchte ich für den Schnupftabak eine Kaufempfehlung geben. Es gibt ihn leider nur in dieser Packung. Er ist aber relativ ähnlich wie der Gavit Apricot, aber er hat einen kleinen Hauch mehr Menthol drin. Ne? Das so als Endfazit und auch mit 2,30 Euro oder 2,40 Euro. Man kann da auch nicht viel falsch machen. Und Herrgott, dann klebt das über oder irgendwie so, ne, habe ich auch gemacht, ich kann diesen Verein auch nicht ertragen. Gut, da scheiden sich natürlich die Geister, vielleicht auch vom Pöschel nicht ganz so intelligent, da wirklich das ein reines Bayern-Merchandise-Artikel draus zu machen, wobei ich auch mal sagen muss, mich wundert das eigentlich, dass das von so einem Sportverein denn gemacht wird, aber ich meine, das ist ja nun ein Schnupftabak. Boah, eigentlich ist es ja auch sportlich, das zu nehmen. Aber ich meine, das ist ja schon fast so wie Zigaretten. Es gibt ja auch St. Pauli Zigaretten, also habe ich auch schon mal gesehen. Aber gut, da stecke ich nicht drin. Wie gesagt, gebt ihm eine Chance, probiert ihn mal aus. Sonst nehmt, wenn ihr das nicht bekleben wollt, macht es heimlich zu Hause oder füllt ihn um. Ne? Ist euch überlassen. Gut, das war's schon für heute mit dem Review. Ich hoffe, das hat euch gefallen und wir sehen uns dann die nächsten Tage auch wieder. Es gibt noch einige Schnupftabake, die ich euch noch zeigen möchte. Und dann hoffe ich, kommt diese Woche auch die Bestellung an, sodass wir dort auch mit dem Kautabak mal weitermachen können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann. Tschüss.